Nach dem Militärjahr kehrte ich wieder zu meiner Psychiatrie zurück. Aber ich hatte ein Problem dabei. Als ich promovierte, war ich erst 23 Jahre alt und wirkte viel zu jugendlich, um als Arzt in der Psychiatrie den neurotischen Menschen in Krisensituationen irgendwelche Ratschläge zu geben. Noch ein Jahr zuvor, als ich mich zu der Prüfung aus der Hautmedizin anmelden wollte, schmiss mich die Sekretärin vom Professor zuerst raus, um sich dann bei mir nach meinem Protest zu entschuldigen, dass sie mich nach meinem Aussehen mit den Kameraden ihres 15-jährigen Sohnes hielt. Um mir mehr natürliche Autorität zu verschaffen, ließ ich mir schnell einen dichten Vollbart wachsen, den ich später allmählich reduzierte, von dem mir heute nur den Schnurrbart gibt. Wenn ich zurückblicke, hatte ich also eine bunte Vergangenheit. Beruflich blieb ich nicht lange Psychiater, wie ursprünglich erwünscht, sondern ich wurde nacheinander zu einem mehrfachen Facharzt in der Gynäkologie, Geburtshilfe, Balneologie, physikalische Medizin und Heilrehabilitation. Das hatte diese Gründe. Meine ärztliche Laufbahn begann also zuerst mit einer fast abgeschlossenen psychiatrischen Fachausbildung in Prag. Aufgrund der damaligen dramatischen Ereignisse im Jahre 68 planten aber ich und meine Frau eine Republikflucht auf der CSSR. Aus politischem Protest gegen die Invasion des Warschauer Paktes in meine Heimat änderte ich damals mein russisches Vornamen Ilja auf Robert, was mir später einige politische Probleme bereitete. Die Welt hat sich inzwischen diktatorisch und moralisch umgekehrt geändert. Heute hätte ich nichts gegen meinen russischen Geburtsnamen mehr. Doch zurück zu meinen Republikfluchtplänen. Es war nämlich sinnvoll, die Fachausbildung in eine etwas praktische Fachrichtung zu ändern, um irgendwo in der Welt einen Fuß leichter zu fassen. So kündigte ich 1971 meine Stelle in der psychiatrischen Anstalt in Prag-Bohnice, verließ die Hauptstadt Prag und begann meine neue, diesmal gynäkologische Fachausbildung in einem unbedeutenden Krankenhaus im Grenzgebiet. 1973 dann wurde ich attestiert zum Frauenarzt und Geburtshelfer. Dort war ich ausgebildet und arbeitete ich in drei Länderstädten Asch und Eger. Meine Frau ließ sich inzwischen zur Hebamme ausbilden und folgte mir auch sprachnach. In dieser Ecke sind auch meine zwei Kinder geboren worden. Meine Lerntechnik zahlte sich auch diesmal gut aus. Nach meiner Attestationsprüfung aus der Frauenheilkunde wurde ich von dem leitenden Prüfer dafür gelobt, dass ich das beste Ergebnis hatte. Und dasselbe wurde mir später von meinen Prüfern etliche Jahre, also in Deutschland danach, gesagt, als ich dort meine Fachanerkennung bestand. Doch wieder zurück in die damalige Tschechoslowakei. Ich fühlte mich in dem aggressiven, da vorwiegend operativen Fachgebiet der Frauenheilkunde nicht ganz wohl. Meine Neigung zu der nicht-invasiven und physiologischen Art der Medizin konnte ich zwei Jahre später nachgehen, als ich eine Stelle als fachärztlicher Badearzt in Franzensbad 1975 eintrat. Das historisch berühmte Franzensbad war das einzige staatliche Zentrum der damaligen kurörtlichen Behandlung von Frauenleiden für die ganze Tschechoslowakei. Und das prägte sehr positiv meine ganze folgende berufliche Laufbahn. In Franzensbad konnte ich viel Neues aus der Naturbehandlung lernen und dies mit meinen psychologischen und physiologischen Kenntnissen ideal vereinigen. Nach Franzensbad kamen Frauen jeden Alters aus Tschechien, Mähren und Slowakei, ja aus benachbartem Ausland, ob mit Kinderwunsch, nach Operationen
mit chronischen Entzündungen, nach Krebsbehandlungen, mit neurovegetativen Störungen und mit anderen Indikationen. Für die Frauenleiden standen dort drei Kurkliniken bereit. Eine Kinderklinik mit etwa 100 Betten für Mädchen mit Entwicklungsstörungen bis 15 Jahren und dann zwei Kurkliniken für erwachsene Frauen, jede mit etwa 550 Betten. Insgesamt behandelten wir dort also um die 1200 Frauen täglich. In diesem berühmten Kurort waren auch ähnlich große Kurkliniken für andere Indikationen, Rheumakliniken, Kurkliniken für Herz-Kreislauf-Störungen und Kurkliniken für die Erkrankungen des Bewegungsapparats angesiedelt. Die Gesamtzahl der täglich behandelten Patienten war also um die 15.000, in einem optimalen Verhältnis 3 zu 1 gegenüber der Einwohnerzahl von nur etwa 5.000 Menschen. Ambulante Kurpatienten nicht angerechnet. In Franzensbad wurde mit der Luft, Sonne, Wasser, Moor, Kohlensäure, Sohle, Perver, Unterwassermassage, Trinkkur, heiße vaginale Moorbehandlungen, heiße vaginale Sohleirrigationen, subkutanen Kohlendioxidinsufflationen, aber auch mit klassischen und Bindegewebemassagen, Bewegungstherapie, Ruheliegekuren, Elektrotherapie, Ultraschalltherapie, Lichttherapie, UV-Therapie und so weiter behandelt. An einem einzigen Tag wurden dort etwa 1 Million, an einem Tag 1 Million Anwendungen verschiedenster Art angewandt. Wir Kurärzte haben in unseren internen Seminaren von diesem riesigen Potenzial von der interdisziplinären Erfahrung der anderen Fachgebiete viel gelernt. Ich habe damals einige neue medizinische Konzepte für die Kurortbehandlung von Adnexitiden und Wechseljahresbeschwerden vorgeschlagen. Mein Kurdirektor fand sie so interessant, dass er mich schon mit meinen 32 Jahren zum leitenden Arzt einer Kurklinik mit 550 Betten ernannte. So jung wurde ich also zum Chef der 4 älteren Kollegen und zum Repräsentanten der Gynäkobalneologie in der CSSR. Weil diese Therapie mit den ortsgebundenen Heilmitteln nur in Franzensbad zentralisiert existierte, gab es kaum andere Ärzte im Lande, die etwas davon wussten. Weil ich selbst eine psychiatrische Ausbildung hatte und ein Hobbymusiker war, entwickelte ich dort meine eigene neuartige regulative Gruppenmusiktherapie, eine ideale Methode für die emotionale Psychotherapie während der kurzen Kurotherapie. Ich benannte sie als die Methode der emotionalen Katharsis in 6 Schritten. Sie war damals ein Novum. Eigentlich blieb sie bis heute einmalig. Sie war sehr beliebt bei den Patientinnen. Bald wurde darüber in der Presse berichtet, was mir viel Neid und später auch Mobbing brachte. Ich konnte sie jedoch mit dem einzeln dafür angeschafften Elektrokapazität-Plethysmograph nach Figar, bis heute erstmalig auf der Welt, in vielen Parametern untersuchen. Darüber konnte ich in der Tschechoslowakei und später in Deutschland an Kongressen referieren. Erst vor kurzem habe ich es in einem ausführlich dokumentierten Buch detailliert veröffentlicht. In Franzensbad lebten die behandelten Frauen 4 Wochen alleine, völlig von ihrem familiären Umfeld isoliert. Das war eine ideale Zielgruppe für die soziologisch-sexologische Forschung, die von dem Sexologischen Institut der Karls-Universität Prag unter der Leitung von Professor Raboch stattfand. Ich beteiligte mich als Co-Autor dabei und absolvierte einen speziellen sexologischen Seminar beim Professor Raboch in Prag. Auch das vereinigte ich in einen neuartigen Mischkomplex. So habe ich eine weitere Weltneuheit entwickelt, eigentlich ein neues Fachgebiet, die sexologische Balneotherapie nämlich.
Darüber dürfte ich auch an Tagungen referieren und nur deswegen kamen manche Patienten aus Deutschland zu mir nach Franzensbad, auch aus Ausland also. Ein Referat darüber wurde in der Zeitschrift Sexualmedizin veröffentlicht. Auch darüber habe ich erst jetzt vor wenigen Jahren ein umfangreiches Lehrbuch geschrieben. Ich hatte damals das Glück, zu viermonatige Chefarzt-Klausurausbildung, zu zweiter Attestation als Facharzt für Balneotherapie, Physiatrie und Rehabilitation im Vorbildungsanstalt der Tschechoslowakei in Prag ausgewählt zu sein. Ich wurde von der täglichen Arbeit so lange völlig freigestellt und wurde mit allen anderen Chefärzten und Chefarztanwärtern aus den Kurorten und Reha-Krankenhäusern aller medizinischen Richtungen einheitlich und gemeinsam unterrichtet. Wir alle, schon fertige Fachärzte verschiedener Richtungen, waren balneologisch praktisch schon recht erfahren. Diesmal lernten wir noch von morgen bis abend von berühmten Professoren alle zusammen das gleiche moderne theoretische Fachwissen all den anderen Fachgebieten. Ob wir Kinderärzte, Neurologen, Gastroenterologen, Pulmologen, Nephrologen, Rehabilitationsärzte, Kardiologen oder ich als Gynäkologe war. Das war ein geniales, unübertroffenes Ausbildungssystem, weil es ein interdisziplinäres Wissenstransfer quer durch alle Fachgebiete ermöglichte und sogar erzwang. Das war nur in einem staatlichen Gesundheitswesen möglich. Heute, nach der Wende, existiert es nicht mehr. Zum Schluss dieser Klausurausbildung in Prag und in Marienbad wurden wir alle aus dem einheitlichen Stoff aller interdisziplinären Indikationen und den drei übergestülpten Fachgebieten der Balneologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation staatlich geprüft. Ich musste wissen, wie man auch andere nicht-gynäkologische Indikationen behandelt, weil zu der Kurortherapie Patientinnen mit allen körperlichen und seelischen Nebenindikationen und nicht nur mit einer Hauptindikation kamen. Wir mussten nicht nur die Behandlungen, aber auch die Kontraindikationen aller Nebenindikationen kennen, um keine Kunstfälle zu begehen. Dafür waren wir Chefärzte verantwortlich. So lernte ich dabei sehr viel von den Möglichkeiten und Methoden der anderen Fachrichtungen, und ließ mich für meinen Fachgebiet davon inspirieren. Aus den Kenntnissen der neurologischen Biokybernetik der Bewegungsfunktionen, sogenannte Fazilitätstherapie, entwickelte ich meine abgeleitete gynäkologische neuroendokrinologische Fazilitätstherapie, denn die Neurohypophyse folgt den ähnlichen biokybernetischen Prinzipien wie das Bewegungsapparat auch. Mit ihrer Hilfe kann man hormonelle Effekte ohne Hormone nur mit der Ausnutzung von physiologischen, biokybernetischen Steuermechanismen durch die überlegt stimulierten Vorgänge an Synapsen im retikularen System, in Feedbacks usw. so erreichen. Ich habe die Biokybernetik des Reproduktionssystems, nicht nur die bekannte hormonelle Steuerung, sondern auch die neurovegetativen Zusammenhänge damals entdeckt und seitdem ausgenutzt. Auch darüber existierten Veröffentlichungen auch in deutschen Fachzeitschriften. Und ich habe vor all das, was ich jetzt erwähne, in weiteren Seminaren ausführlich darzulegen. Da ich trotz permanentem Druck wie der Erwartung keine Parteikarriere anstrebte und auch kein IM werden wollte und so jung war, hatte ich mit viel perfiden Gegenwind und Mobbing zu kämpfen. Meine balneologische Sexotherapie und auch meine Musiktherapie wurden im Rahmen von Intrigen vom Generaldirektor der Kurorten zeitweise verboten. Später erreichte ich zwar das Erlaubnis dazu wieder, aber ich wurde vorgewarnt, verbrannt und wollte mehr Freiheit für meine weiteren Ideen. So nutzten wir die erste Gelegenheit zu einer Republikflucht mit der ganzen Familie nach Deutschland 1981. Sie gelang.
Meine Frau wurde in ihrer Abwesenheit zu 3 Jahren und ich zu 4 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Später wurden wir rehabilitiert. Nach dem Abschluss des Asylverfahrens arbeitete ich die ersten 3 Jahre als stellvertretender Oberarzt in der berühmten Privatklinik Dr. Wagner in wunderschönem Hochschwarzwald in Hinterzarten. Ich verstand mich mit dem betagten Dr. Wagner blendend. Wir haben uns bald geduzt und feierten unsere gemeinsamen Geburtstage an dem gleichen Tag. Er war nur um viele Jahre älter als ich. Von ihm habe ich seine berühmte Infusionsaufbaukuren gelernt. Die nächsten 10 Jahre bis zu meiner Einbürgerung durfte ich nur als angestellter Arzt und nicht selbstständig arbeiten. So musste ich die von ihm angebotene Übernahme seiner Privatklinik leider ablehnen. Eine Fachanerkennung dürfte ich nur in einem staatlichen Krankenhaus erreichen, nicht in einer Privatklinik. An den jährlichen Arbeitstagungen des Arbeitskreises Gynäkologische Balneotherapie im Rahmen des Verbandes der Deutschen Badeärzte, wo ich von dem damaligen Vorsitzenden Dozent Barth eingeladen wurde, waren meine Referate immer sehr positiv aufgenommen. Ich fand dort dadurch viele Freunde und Unterstützung. So akzeptierte ich das Angebot von Professor Göke, dem Nachfolger von Dozent Barth, dem neuen ersten Vorsitzenden unseres Verbandes, zu ihm in das akademische Lehrkrankenhaus Luisenhospital Aachen zu übersiedeln. Er schenkte mir sein volles Vertrauen, setzte meine physikalisch-therapeutischen und balneologischen Methoden in seine normale Klinik durch und gemeinsam mit meinen Kollegen dürfen wir sie wissenschaftlich untersuchen. Es war eine einmalig günstige Situation. Normalerweise gehen die Ärzte nämlich aus der Akutmedizin in die Kurotherapie und nie umgekehrt. Ich war aber dazu gezwungen, mit meinem Wissen. So konnte ich die klinische Krankenhausbehandlung mit meinen bis dato in einem Akutkrankenhaus unbekannten Methoden und Wissen zum Wohle der Krankenhauspatientinnen spektakulär anreichen. Umgekehrt hat unsere Grundlageforschung mit modernen Geräten zur Untermauerung und sogar zur Fehlerbeseitigung und zur Vervollkommnung einiger traditionellen kurortlichen Methoden geführt. Darüber wurde auch hier in der Presse berichtet. Nacheinander erreichte ich alle meine deutschen Fachanerkennungen. Wir schrieben mit Professor Göke und meinen Kollegen gemeinsame nationalen und internationalen Fachreferate und Lehrbücher. Ich wurde jahrelang zum ärztlichen Berater des Vorstandes des Balneologischen Institutes Bad Aachen und zum Leiter der praktischen Ausbildung im Grundkurs zum Erlangen der Zusatzbezeichnung Physikalische Therapie und Kurarzt, organisiert von der Ärztekammer Nordrhein. Nach meinen Erfahrungen aus Tschechien, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse aus Deutschland befruchtet wurden, entwickelte ich 1986 mit der Firma Allgäu Heilmoor Ehrlich in Bad Wurzach die heißen vaginale Moorbehandlungen technisch und methodisch nicht nur für Kurorte, sondern auch für alle Frauenärzte, ob in Krankenhäusern oder ambulant. Auch darüber habe ich viel veröffentlicht, zuletzt in einem Fachbuch, bislang dem einzigen Arzt auf der Welt. Nach der Analyse einigen methodischen Fehler der Kohlensäure-Trockengasbehandlung nach Tichy, CO2-Trockengasbehandlung, Kohlensäure, das ist dasselbe, CO2 wird in körperlicher Flüssigkeit gelöst und somit praktisch entsteht auch CO2, die Kohlensäure. Also ich sah die Notwendigkeit der Entwicklung einer neuen, exakt definierten Methode. Weil die CO2-Trockengasbehandlung war wie Placebo-Behandlung damals erkannt. So benannte ich meine bessere, innovative Methode als die geschlossene Kohlendioxid-Komfort-Gasbehandlung. Sie wurde zu der effektivsten Kohlensäure-Methode, die es existiert heute. Auch darüber habe ich sehr viel publiziert, aber ein umfassendes Buch ist hier noch erst in Vorbereitung.
Beide diese Methoden wurden vom medizinischen Dienst der Krankenkassen 1991 wissenschaftlich anerkannt und bekamen sogar erstmalig in der deutschen medizinischen Geschichte ihre Abrechnungsempfehlung von der Bundesärztekammer. Sie war vorher nicht mehr für die Praxen verfügbar. Ich überlegte und bekam mehrere Gebrauchsmuster und auch nationale, internationale und EU-Schutzmarke Bioteric. Bio ist klar, Teric, Ableitung von der Therapie. Diese gilt für die Verwendung meiner Methoden im nichtmedizinischen Wellnessbereich. Diese Marke Bioteric wurde in Deutschland, Tschechien, Slowakei, Belgien, Griechenland von meinen eingeschulten Anwendern in ihren Spezialstudios erfolgreich angewandt. Heute gibt es mehrere Nachahmerunternehmen auf dem Gebiet der CO2-Gasbeuteltherapie. Aber ich war der Erste, der die Idee hatte, diese Methode auf dem Kurort technisch und unternehmerisch um das Jahr 1986 medizinisch und nicht medizinisch verfügbar zu machen. Seit 1991 bis 2006 führte ich meine Privatpraxis in Aachen, wo ich alle meine besonderen Forschungen realisierte und sie mehr oder weniger erfolgreich auch gegenüber den misstrauischen Kostenträgern verteidigen durfte. Nach meiner Pensionierung habe ich die Zeit, mein Wissen in medizinischen und auch belletristischen Büchern zu schreiben und auch Musik am PC zu komponieren. Warum ich nicht mehr in Europa praktiziere? Weil ich die Nase voll habe. Ich bin es satt, mit eingeschränkten und abhängigen Gutachten der Privatversicherungen immer wieder von vorne zu kämpfen und ihnen die Grundlage der Physiologie zur Begründung meiner Therapie wie den Studenten erklären zu müssen. Ich bin es satt, die üble Tricks der Versicherungen zu Therapieeinschränkungen bei ihren Versicherten immer wieder neu zu erleben. Ich bin es satt, die Rechtsbrechung der Richter des Landesgerichts Köln mit der Auswahl des nicht sachverständigen Laborarztes, den Professor der Hämatologie, zum Sachverständigen meiner Behandlung, also der Gynäkobalnologie, akzeptieren zu müssen, ohne mich wehren zu dürfen. Und ich bin es satt, die Ignoranz der verantwortlichen Funktionäre im Gesundheitswesen und auch bei den Gesundheitsbehörden bei der Vermeidung der iatrogenen postoperativen Thromboembolien und ihre einfache, lebensrettende technische Abhilfe, die ich Ihnen vorgeschlagen habe. Gegen eines Wissen, das nur Aspekte bringt, hat die Mainstream-Medizin eine mächtige Waffe, die evidenzbasierte Medizin nämlich. Alles, was nicht mit umfangreichen statistischen Studien vorgelegt wird, wird belächelt. Aber wer kann solche Studien machen? Eigentlich nur die Mainstream-Unikliniken eben, und sie würden sie hüten, an dem eigenen Ast, an dem sie sitzen, zu sägen. Durch ihre Untätigkeit, aber gleichzeitige Schrei nach der Evidenz, werden neue Methoden unterdrückt. Doch die Realität findet ihren Ausweg. Die Zielgruppe der kranken Menschen ist letztendlich entscheidend. Dort, wo die Mainstream-Medizin versagt und wo andere Wege erfolgreich sind, dort liegt die Zukunft. Und wenn man die Mainstream-Unikliniken mit ihren pharmakologischen und operativ-industriellen Leistungen einer Gehirnwäsche bei den Studenten betreiben, damit sie als verblendete Ärzte nichts anderes akzeptierten, dort schlägt die Stunde ihrer Zielgruppe, das ist die Macht der kranken Menschen. Aufgrund meines schlechten Erfahrungen mit der Mainstream-Medizin habe ich mich letztendlich an die Gruppe der am meisten motivierten, der kranken Menschen orientiert und vor allem ihnen habe ich einige einfache technische und methodische Mittel an die Hand gegeben, mit denen sie sich selbst heilen können, zu Hause, falls sie keine aufgeschlossenen Ärzte in ihrer Umgebung finden werden. In diesem meinem medizinischen Blog werde ich Ihnen in mehreren Videos die wissenschaftlich und praktisch gesicherte Grundlage der Balneologie allgemein und der Gynäkobalnologie speziell erklären. Somit möchte ich die fast vergessenen, jedoch traditionsreichen Informationen und Erfahrungen für die Zukunft festhalten. Ich möchte die Quintessenz meines ganzen beruflichen Weges für Sie und für eine künftige, vernünftige Welt retten.
Meine Beiträge werden eine Mischung der modernen Wissenschaft und der teilweise tausendjährigen Erfahrung meiner Vorgänger, eine Mischung der medizinischen Tradition und meinen therapeutisch-methodischen Innovationen sein. Ich werde Ihnen helfen, ein Wissen und eine Kunst zu beherrschen, wie man mit fast allem rund um Sie heilen kann, egal ob Sie hier um materielle Stoffe, um verschiedene Arten von Energie oder musikalisch-seelischen Impulse handeln sollte. Wir können mit überlegten Reizen weitreichende regulativen und gegenregulative Vorgänge sowie Regeneration und Aufbau starten, kontrollieren und trainieren. Wir werden die Grundlage der nebenwirkungsfreien, weil physiologischen Behandlung lernen. Wir werden die Prinzipien der regulativen Therapie verstehen, die verschiedenen Behandlungsstrategien voneinander unterscheiden und so werden wir in der Lage sein, die wirksame und vielseitige Selbstheilungsprozesse anzuregen. Heute steht die Kurortmedizin nicht mehr im Blickwinkel der meisten Mediziner. Zu Unrecht meine ich. Ich übertreibe nicht, wenn ich ohne falsche Bescheidenheit sage, dass ich das Glück hatte, den wahrscheinlich historischen Gipfel der Kurortwissenschaft kennenzulernen, solange er noch auf der Höhe war, solange die Kurortherapie noch in die geprüfte staatliche medizinische Routine-Nachbehandlung in der Tschechoslowakei unzertrennbar integriert und anspruchsvoll gelehrt wurde. Diese wissenschaftliche Höhe findet man heute sowohl im Westen als auch in Tschechien nur bruchstückweise, falls überhaupt. Jedenfalls nicht mehr in dem optimalen System, wie ich es noch in der staatlichen Medizin positiv erlebt dürfte. Sie wissen ja, es gibt bereits eine fast unübersichtliche Menge an Informationen, die allerdings nicht nutzen, wenn man sie nicht im Kopf hat. Infos im Computer bringen noch nicht neue Ideen. Sie müssen oft intuitiv im Gehirn auftauchen. Meine Forschung wäre überflüssig, wenn man einfach mehr lernen würde, wenn man nicht schon bestehende Grundwissen der Realität begreifen würde, mit der einfachsten Logik die klaren Zusammenhänge zwischen all den Daten entdecken würde. Wie oft habe ich auch von namhaften Professoren, die irgendwann oft mehr von ihrem Ruhm als von der wirklichen Kenntnis erleben, bei Kongressen auf verschiedene Fragen den Satz gehört: Das wissen wir noch nicht. Dabei enthüllten die Vortragenden nur ihr eigenes Unwissen, nur ihr eingeschränktes Fachbild, der aufgrund der immer tieferen Spezialisierung ihren Blick für die Ganzheit trübt. Ich kannte einige Lehrbücher oder Publikationen, wo es schon bekannt war. Der heutige System ist aber daran schuld. Wenn sich nämlich der Diagnostik und Therapie des anderen Fachgebietes bedienen würde, der würde von der Ärztekammer wegen der Fachübergreifung disziplinär bestraft. Die Balneologie ist glücklicherweise ein Ganzheitsgebiet, wo prinzipiell noch fast alles erlaubt ist, allerdings durch die Autozensur der eigenen Fachbrillen weiter sehr eingeschränkt bleibt. Heute, das war in meiner Zeit, wo wir Balneologen zu Fachübergreifung regelrecht gezwungen würden, noch anders. Und das möchte ich Ihnen weitergeben. Ich selbst habe zu der Entwicklung der Kurtherapie beigetragen, noch bevor diese sanfte Art der in wahrstem Sinne ganzheitlichen natürlichen Medizin auf dem Abstieg des medizinischen industriellen Interesses verdrängt wurde. Die wissenschaftliche Kurortmedizin wurde nämlich noch vor 40 Jahren so wirksam, dass sie als gefährlichste Konkurrenz des pharmakoindustriellen Komplexes eliminiert werden musste. Heute wird die Balneologie kaum mehr gelehrt, jedenfalls nicht tief genug, und somit wird sie aus Unkenntnis als überholt allgemein unterschätzt. Dabei könnte sie helfen, viele sonst unlösbare Probleme der Mainstream-Medizin spielend zu lösen, wie ich es am Beispiel der sonst kaum therapierbaren Areaktivität des Endometriums oder des Cervical-Blocks zeigen werde. Es fehlen Fachleute, welche die balneologische Ausrüstung der Kurorte bedienen müssten. So im wahrsten Sinne des Wortes degenerierten manche Kurorte in ihrem Potenzial, eliminierten manche ihre wertvollen, aber unbedienbaren technischen Einrichtungen, weil ihren Fachärzte fehlten, und so stiegen sie von der spektakulären medizinischen Höhe in den bloßen, belanglosen, unverbindlichen, populistischen Wellnessbereich
ohne großen Anspruch auf ein Fachwissen. Jede Wellness kann ja eine gelähmte Affe machen. Ich werde Ihnen die Stärke der Biologie beweisen. Es würde mich freuen, wenn Sie sich durch meine Beiträge für Ihre eigene Behandlungsvielfalt und auch für Ihr eigenes Leben allgemein dadurch inspirieren lassen werden. Ich betrachte die Medizin nie als einen Broterwerb, sondern als eine Berufung. Meine ursprünglich naive, idealistische Vorstellung über die Moral und Ethik der entscheidenden menschlichen, institutionellen und behördlichen Kontrahenten im Gesundheitswesen wurde zwar von der profitorientierten Realität hier enttäuscht, aber nicht völlig unterdrückt. Das alles werde ich Ihnen in weiteren Videos und Links darlegen. Dieser Blog soll die breitere Öffentlichkeit über die Möglichkeiten der neuartigen Therapien, über den einfachen Thromboembolieschutz und auch über eventuelle Haftungsansprüche gegenüber den ignorierenden Verantwortlichen zu informieren. Danke für die Aufmerksamkeit.